Wollen wir mal ausprobieren? So, was passiert, wenn ich jetzt D einlege? Oh mein Gott! Liebe Emi! Und damit herzlich willkommen, Freunde, zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Meinem R6 Getriebe geht es heute an Kragen, nachdem ich mit dem Wagen auf Autobahn unbegrenzt liegen geblieben bin. Er vom ADAC in meine neue Halle geschleppt wurde, muss ich jetzt behelfsmäßig das Getriebe hier irgendwie flicken, um wieder fahren zu können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Let's go! Ja, da stehen wir wieder hier am R6, ne? Und zwar fährt das Fahrzeug überhaupt nicht mehr los. Ich hatte ihn hier auf dem Hof nochmal gestartet. Da sind wir wieder da! Versucht, einen Gang einzulegen. Und wieder in Getriebenotlauf gegangen. Habe ich ihn dann hier auf die Bühne gestellt, habe schon mal das Getriebeöl abgelassen, was auch hier steht. Das Ganze riecht ziemlich verbrannt und ist tatsächlich noch aus dem Jahr 2008, wie uns der Filter verraten hat. Dementsprechend ist das Öl da schon seit 15 Jahren drin. Aber im Öl selber habe ich jetzt keine Kupplungslamellen, Kupplungsabrieb oder sowas Großartiges gefunden. Dementsprechend habe ich die Steuerung des Getriebes auseinandergenommen. Dabei ist mir leider der Schaltkasten komplett auseinandergeflogen. Den muss ich jetzt erstmal wieder zusammenflicken. Dann bauen wir alles wieder zusammen und ich hoffe, in diesem Video wird der Wagen wieder laufen. Ich habe jetzt bereits gestern schon angefangen, hier alles zu reinigen. So sieht das ganze Labyrinth jetzt aus. Das ist die Seite, wo mir die ganzen Kügelchen und sowas rausgefallen sind. Die habe ich jetzt hier erstmal alle beiseite gelegt. Ebenfalls rausgeholt habe ich hier die Hütchen. Da haben ja einige auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass ich jetzt Hütchenspieler bin. Das Sieb sieht auch wunderbar aus. Alles beiseite geschmissen. Hier erstmal alles gereinigt. Hier sind nämlich so Kolben, die sind wohl angeblich dazu da, dass die Ventile betätigt werden. Keine Ahnung, wie genau es funktioniert. Ich habe es auf jeden Fall einmal alles auseinandergenommen, wieder zusammengebaut. Und wie ihr seht, kommt da auch ordentlich eine Pampe raus. Dann habe ich hier die ganzen Druckventile hier gereinigt und rausgeholt. Das sind nämlich diese Kollegen hier. Wenn ihr euch die mal ganz genau anschaut, seht ihr, dass die schon ziemlich platt sind. Und die Kugeln waren tatsächlich sogar von diesem, ja, wie nennt man das, von diesem Röhrchen getrennt. Die Kugeln habe ich dann nämlich händisch wieder reingesteckt. Das habe ich aber alles schon neu bestellt, liegt jetzt da. Mit dem Ding bin ich jetzt soweit fertig. Einmal alles durchgereinigt, der kommt jetzt erstmal weg. Kurz nochmal die Arbeitsfläche sauber gemacht. Und weiter geht's mit der anderen Seite. Die hat mir ja massiven Abrieb. Wenn ich das jetzt hier nochmal filme, dann seht ihr richtig, wie das schon Hügel geworfen hat. Diese ganze Platte hier muss ich jetzt vorsichtig trennen. Die habe ich nämlich neu bestellt. Hier seht ihr nochmal die Nummer A03. Oh, ja, das ging einfach. Okay, und jetzt geht's hier weiter mit dem Labyrinth. Die Platte zu reinigen lohnt sich jetzt nicht. Das ist halt eine Abdichtungsplatte und die kann man auch einfach für 60 Euro neu kaufen, weil sie sollen tatsächlich dichten. Und wenn ich mir das hier so angucke, dann ist es auch ganz gut, dass ich die tausche. Eigentlich wollte ich sie nur reinigen, aber 60 Euro weg. Und jetzt geht's hier fröhlich weiter. Hier haben wir jetzt keine Kugeln, so wie ich sehe, aber wir haben jetzt hier wieder, wenn man mal schaut, ganz viele, oh, das ist der, ja, oh, hallo. Die Schalthebelverlängerung, sag ich mal. Hier werden nämlich die Gänge ausgewählt. Und dann gibt es hier noch viel mehr Ventile. Hier seht ihr das, wie so ein Ventil arbeitet. Das hier arbeitet gar nicht. Perfekt. Ja, also hier, hier, hier. Oh, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wahrscheinlich sogar 6 Gänge und einen Rückwärtsgang. Ich habe doch keine Ahnung. Mit jedem Getriebedienst und Instandsetzer und sonst was, was ich gesprochen habe, haben alle gesagt, bla bla bla, das bringt nichts, was du da machst. Schick uns das Getriebe ein, beziehungsweise den Schaltkasten. Ich habe mich jetzt erstmal dafür entschlossen, es einfach selber zu machen. Und dementsprechend machen wir direkt weiter. Die Ventile hole ich jetzt einmal alle raus, schauen wir die alle an, ob die eventuell dreckig sind und mess mal den Widerstand. Die müssen nämlich alle 5 Ohmen Widerstand haben. Gott sei Dank findet man hier alles im Autohaus. Erstmal hier auf Widerstand eingestellt, also Ohmen. Jetzt gucken wir einfach mal hier testweise. Da haben wir, ja, perfekt, super. Super, das klappt. Das klappt ja toll. Chat. Oh, jetzt baut er den, ah ja, 5 Ohmen. Und so gehe ich jetzt alle mal durch. Also alle Ventile haben 5 Ohmen Widerstand, dementsprechend sind sie nicht defekt. 500 Euro gespart an der Stelle. Aber bevor ich jetzt den Schaltkasten des R6 wieder zusammenbauen kann, brauche ich natürlich erstmal frisches Getriebeöl. Da kommt der Sponsor des heutigen Videos gerade recht, nämlich kein geringerer als Autodoc. Und zwar gehen wir zuallererst unter Filter. Da haben wir dann hier einen ganzen Teilesatz für einen Ölwechsel beim Automatikgetriebe. Und das auch noch direkt vom Getriebehersteller ZF. In dem Kit dabei ist nicht nur das Öl, sondern auch der Filter, die Schrauben, die Magneten, also wirklich alles, was ich hier benötige. Und das für nur 168 Euro.
Das schaller ich mir mal direkt in den Warenkorb. 168 Euro, das geht doch noch günstiger. Ganz genau. Nämlich mit meinem Code Maximiliano spart ihr zusätzlich nochmal 5% auf eure Bestellung. Ganze 8,40 Euro. Die ich mir jetzt richtig schön reingönne. Probiert es doch selber mal aus. Unter allen Kommentaren, die unter diesem Video stattfinden, verlost Autodoc dieses Giveaway-Paket mit praktischen Schrauberhandschuhen, einer Tasse, einer Thermoskanne und natürlich einem Autodoc-T-Shirt. Die Aktion für das Giveaway endet nächsten Sonntag. Mein Rabattcode bleibt aber weiterhin aktiv. Tippt einfach mal euer Fahrzeug in der Autodoc-App ein. Alles weitere findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und wir machen weiter mit dem R6. Auch von diesen lustigen Kugeln, die überall im Getriebe rumfliegen, habe ich mir 3 Stück neu besorgt. Und ganz wichtig, die Zwischenplatte. Die soll nämlich später zwischen die beiden Steuerungsdeckel kommen und abdichten. In erster Linie möchte ich mich an der Stelle auf jeden Fall bedanken bei all den Leuten, die versucht haben, an die Schaltpläne von diesen Getrieben ranzukommen, wie die aufgebaut sind. Gar nicht so einfach, weil diese ZF-Getriebe, 6-Gang, sind tatsächlich in diversen Audi- und BMW-Modellen verbaut und es sind auch immer ähnliche Schaltkästen, die aber verschieden aufgebaut sind mit verschiedenen Ventilen, Kupplungen, Federn und ja, was auch immer da alles drin rumkreucht und fleucht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich hier alles wieder ordentlich zusammenbekomme und ich würde sagen, ich setze jetzt einmal alles unter klinischen Bedingungen hier wieder zusammen. Versteht mich nicht falsch, ich habe hierauf keine Lust. Ich tue mich immer ein bisschen schwer damit, die alten Fahrzeuge zu zeigen, weil das nicht das ist, was wir hier tatsächlich in der Werkstatt gerne schrauben. Da, wo gehobelt wird, fallen auch mal Späne und da sieht es auch mal ein bisschen dreckiger in der Werkstatt aus. Es ist auch ein bisschen ein Desaster. Ja, ich komme hier ganz schön ins Schwitzen mit den Schrauben. Ich ziehe die jetzt einfach mal irgendwie fest. Ich hoffe, ich überspanne sie nicht, weil das ist ja alles sehr, sehr filigran, sag ich mal. Aber es sieht zumindest dicht aus. Ich finde es auch richtig gut, dass ich alles erst extra vorher abgewischt habe, damit die Dichtung wirklich komplett trocken drin sitzt. Und dann nehme ich mir die zweite Getriebeplatte von links und lege die drauf. Und auf einmal ist hier überall alles wieder voll mit Öl. Aus jeder Ritze quillt Öl. Naja, ne? Aber ich sag mal so, die gröbsten Verschmutzungen müssten auf jeden Fall raus sein. Offensichtlich möchte der Getriebeschaltkasten mich nochmal richtig auseinandernehmen. Ich habe den jetzt komplett wieder zusammengebaut, habe allerdings nicht hier diese elektronische Schieberplatte bzw. das Steuergerät mit verbaut. Und hier sind noch so Gewinde und auch lustige Pins. Und die Pins gehen tatsächlich hier nicht rein, weil das wohl nicht 100% gerade alles ist, also Oberseite, Unterseite und die Zwischenplatte. Das bedeutet, ich kann es jetzt wieder auseinanderschrauben. Ich habe richtig Bock. Dann das Steuergerät ranmachen und dann wieder alles zusammenschrauben, Freunde. Also macht es nicht wie ich, sondern nehmt direkt das Steuergerät und baut das alles zusammen. Dann habt ihr jetzt nicht den Hackmeck, den ich jetzt habe. Nämlich hier wieder alle Schrauben lösen, alle 24 und die Platte wieder abnehmen, bla bla bla. Das ist das finale Ergebnis. Ich habe alles wieder zusammengefummelt, auch hier noch die Kabel rangefummelt, die Ventile wieder hier alle befestigt, das Steuergerät wieder festgemacht. Und es war auch ganz lustig, den Schieber hier wieder in das Steuergerät einzuführen. Ich hoffe, es ist die richtige Position. Wenn nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und jetzt geht's hier weiter mit meinen getriebeverschmierten Händen an der Kamera rumfummeln. Ich lieb's doch komplett. Hier sehen wir das Getriebe von unten und auch wunderschön die ganzen Kupplungslamellen. Oh, ist das eigentlich normal? Ich spiele jetzt gerade mal so ein bisschen in den Kupplungslamellen rum. Oh, die haben auch ganz schön weit Spiel nach links und rechts. Naja, gut. Das ignorieren wir jetzt einfach mal. Hier sehen wir schon die Dichtung von dem Filter. Ich will mal gucken, wie ich die hier überhaupt rausgefummelt bekomme, ohne hier alles kaputt zu machen. Ich stelle euch hier mal kurz ab. Hoffentlich kriegt ihr kein Getriebe. Obwohl, nee, das ist ein bisschen doof. Die alte Dichtung von dem Getriebeölfilter hat gar keinen Bock rauszugehen. Und dann haben wir hier überall noch so kleine schwarze Sachen. Die gehen nämlich hier und hier ran. Das ist auch eine beliebte Stelle, dass die undicht werden. Gott sei Dank schraube ich in einem alten Autohaus. Dementsprechend ist hier so ein Spezialwerkzeug, um entsprechende Dichtungen hier rauszupulen. Und hier habe ich das Ding in der Hand und es ist komplett ausgehärtet. Es ist auch nicht ansatzweise dicht gewesen mit dem Filter. Ihr müsst euch halt vorstellen, der Filter liegt hier in der Ölwanne. Also ihr habt hier unten Öl, hier ist so der Filter, liegt drin. Und ist hier abgedichtet. Und der Ölstand ist ungefähr bis hier. So. Und jetzt saugt die Ölpumpe, nachdem der Motor gestartet ist, Öl aus der Ölwanne durch den Filter durch. Hier unten ist nämlich so ein Loch. Und wenn das hier oben nicht richtig dichtet, dann zieht die Getriebeölpumpe natürlich unfassbar viel Luft. So, jetzt erstmal das Ding wieder auf den alten Filter gesteckt. Nicht, dass ich das noch verwechsel. Und hier haben wir auch den neuen Filter. So,
Und ja, in welcher Reihenfolge baut man das jetzt zusammen? Als erstes den Getriebeschieberkasten hier zusammen mit dem Gangauswahlhebel hier montieren. Hier haben wir nämlich den Gangauswahlhebel, das geht dann hier komplett nach oben, wo man dann quasi hoffentlich nachher den Gang einlegt. Müsst ihr euch halt vorstellen, aus diesem Getriebeschieberkasten wird der ganze Druck verteilt auf die verschiedenen Kupplungen und das läuft entweder über diese Bohrungen oder hier. Das heißt, das muss alles auf jeden Fall absolut dicht halten. Ich bin nämlich der Meinung, gelesen zu haben, dass das irgendwie A, B und E Kupplungen sind oder sowas. Also, dass das hier direkt auf Kupplung geht und dahinter quasi mein Problem sitzt. Ja, ich bin sehr gespannt. Hoffentlich wird das was. Hier seht ihr auch, wie das dichtet. Ne? Spiegelt sich da so ein bisschen. Wunderschön. Und ich würde mal sagen, ich bastel das Ding jetzt ran. Kamera lege ich weg, weil ich bin komplett voll mit Getriebeöl. Es ist wirklich viel zu eklig. Let's go. Absolute Vollkatastrophe. Ehrlich, das war das letzte Getriebe, was ich mache. Ohne Spaß, es nervt richtig doll. Überall die Pampe. Ich weiß nicht, ob das hier überhaupt richtig ist. Guckt euch das mal an. Hier wieder so. Ah ja, perfekt. Alter, das ist nicht meine Welt, Digga. Wenn das läuft, habt ihr gehört, wie das gescheppert hat? Na gut, hier haben wir einen frischen Filter, den öle ich jetzt nochmal kurz ein. So, meine Hände sind sowieso schmierig genug. Jetzt geht er da oben rein. Gucken, ob wir das hinbekommen hier. Das ist übrigens der gleiche Filter. Ich habe das nachgeguckt. Ja, wunderbar. Der alte Filter lag ja einfach nur in der Ölwanne. Ich hoffe sehr, dass der keine Luft gezogen hat. Naja, ist ja auch egal, ob die Theorie zutrifft oder nicht. Der neue Filter hält auf jeden Fall in der Ölwanne wunderbar. Die Ölwanne habe ich jetzt hier. Die sieht auch ansonsten ziemlich fresh aus. Habe ich jetzt einmal sauber gemacht. Ich hätte jetzt in dem Set noch neue Magneten dabei gehabt. Die sind hier irgendwo rumgeflogen. Aber Magnet ist Magnet. Achso, hier liegen sie. Perfekt. Magnet ist Magnet. Was soll da kaputt gehen? Ich habe die alten gereinigt und wieder reingemacht. Bin jetzt auch echt zu faul, habe langsam keinen Bock mehr. Und ja, frische Dichtung rauf und dann Ölwanne ran, Öl rein. Let's go. Ich bin einfach oben angekommen. Da war eine Anleitung bei. Hier steht bei Alu Ölwanne 4 Newtonmeter plus 45 Grad. Plastikölwanne habe ich ganz offensichtlich nicht und bei Stahlblech 12 Newtonmeter. Gott sei Dank habe ich hier diese Ersatzmagneten noch. Gucken, ob das Stahlblech ist. Nee. Oder? Oh, es ist magnetisch. Das heißt, es ist kein Alu. Und sogar eine Anleitung, in welcher Reihenfolge ich das zusammenschrauben soll. Ohne Witz, Leute, da schraube ich einmal nach Anleitung, ne? Ich habe mir meinen kleinen Drehmomentschlüssel, das allererste Mal, seit Jahren habe ich den aus meinem Werkzeugkasten rausgeholt. Hab ihn auf 12 Newtonmeter, wie es in der Anleitung steht, eingestellt. Hab alle Schrauben vorher handfest rangemacht. Hab dann mit 12 Newtonmeter diese Schraube angezogen. Ey, ich fass es wirklich einfach nicht. Und das Ding ist, warum ist sie abgerissen? Weil das eine Alu-Schraube ist. Ich könnte wirklich so dermaßen ausrasten. Das sind brandneue Schrauben von ZF. Der ist auch auf 12 Newtonmeter eingestellt. Ich check's wirklich überhaupt nicht. Drehmomentschlüssel kann mir echt gestorben bleiben. Das ist genau die Scheiße. Ich habe nie einen Drehmomentschlüssel benutzt. Weg mit den Anleitungen und am besten auch noch direkt weg mit dem Drehmomentschlüssel. Geil, Alter. Geil. Einfach rausgefummelt den Bumm. So, alte Schraube jetzt wieder rein. Aber auch. Jetzt alle Schrauben fest. Und jetzt heißt es befüllen. Dafür haben wir eine Befüllschraube von der Seite. Ja, gut. Die seht ihr jetzt nicht. Die ist nämlich ungefähr hier am Getriebe. Und um das Ganze zu befüllen, habe ich mich mal ein bisschen im Autohaus umgeguckt. Und habe dieses wunderschöne Gerät hier gefunden. Samt 90 Grad Ding. Also extra für ja, Getriebe auffüllen. Shoutouts hier, ne? Hagen, danke. Der weiß wahrscheinlich nicht mal, dass es sowas gibt hier. Wieso komme ich eigentlich immer in so Situationen, die es gar nicht gibt? Gut, machen wir weiter. Erstes Mal befüllen. Dazu habe ich jetzt hier das gute ZF Lifeguard Fluid 6. War wirklich eine sehr lange Suche nach dem passenden Getriebeöl. Zuerst hatte ich die 8er Flüssigkeit, also Long Life 8 oder sowas. Das ist normalerweise für die 8 HP Dinger und für die W12 Motoren mit 6 HP. Aber der R6 bekommt tatsächlich noch die alte Brühe. Habe ich aus so einer komischen Tabelle entnommen von ZF. Falls es falsch ist, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Da freue ich mich immer richtig drüber. So, meine Freunde des gepflegten Fusches. Jetzt geht es nämlich los, die Befüllroutine des
ZF6 HP sehr genau einzuhalten. Ich habe jetzt gerade hier schon meine 7 Liter Getriebeöl hier in dieses wunderschöne Gerät reingefüllt. Ich habe anschließend so lange Öl reingefüllt, bis es aus der Schraube wieder rausgelaufen ist. Das ZF besitzt nämlich so eine Kontrollbohrung an der Seite. Jetzt heißt es erst 6 runter, Motor starten und dann wieder auffüllen, so lange bis es aus der Dings kommt. Ich würde sagen, ich stelle euch mal beiseite, fange mal an mit der Routine und starte vor allen Dingen endlich mal wieder den Motor. Ne? Ich raste aus. 7 Liter Getriebeöl sind jetzt drin. Ich habe mich komplett am Auspuff verbrannt, weil die scheiß Einfüllschraube da direkt am Auspuff ist. Und ich habe jetzt einfach kein Getriebeöl mehr. Das heißt, ich kann jetzt mehr aussuchen. Also erstmal lasse ich den Motor jetzt gerade weiterlaufen, damit das Getriebeöl jetzt nicht wieder rauskommt. Weil sobald ich das ausmache, geht die Pumpe natürlich aus und dann füllt sich das ganze Ding wieder. Ey. Weiß ich nicht gerade, was ich machen soll. Also ich könnte jetzt natürlich Altöl wieder einfüllen, aber das ist ja, also wie ghostig ist das denn? Als ob ich da jetzt dieses 15 Jahre alte Getriebeöl wieder reinmache. Das Thema zusammenzufassen. Ich habe 3 Liter Getriebeöl rausgeholt aus der Ölwanne. Dann habe ich die Ölwanne demontiert und dann sind nochmal so, ja, ich würde sagen 2 Liter rausgekommen. Die sind aber in dem Ölauffangding reingegangen. Und jetzt kommt's, jetzt habe ich bereits 7 Liter reingefüllt und er kommt nicht aus der Kontrollbohrung raus. Das bedeutet nicht, ich habe zu wenig Öl gekauft, sondern auf dem RS6 war einfach viel zu wenig Öl drauf. Was ich mich frage, wie das überhaupt funktionieren soll, wenn er seit 2008 das drin hat. Ich weiß nicht, ist es realistisch, dass da irgendwie Öl fehlt, weil es verbrannt wird oder so? Es roch ja auch übelst verbrannt. Nichtsdestotrotz würde ich trotzdem einfach mal versuchen, jetzt einen Gang einzulegen. Wollen wir mal ausprobieren. So, was passiert, wenn ich jetzt D einlege? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja! Er fährt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Alter! Er ist einfach gefahren. Ich komme gar nicht drauf klar, obwohl er viel zu wenig Getriebeöl jetzt noch drin hat. So Leute, ich würde sagen, ich besorge mir jetzt ultimativst schnell neues Getriebeöl. Und für euch heißt es auf jeden Fall ein Kanal-Abo dalassen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Wir sehen uns auf der Probefahrt. Spart mit meinem Code Maximiliano 5% bei Autodoc. Ich wünsche euch ein ganz wunderschönes Wochenende. Bis dann, haut rein, euer Maximiliano. Let's go, Mann. Let's go. Lass dir von niemandem je einreden, dass du was nicht kannst. Auch nicht von mir. Ich habe jetzt bei 3 verschiedenen lokalen Händlern angerufen. Alle wollten mir irgendeinen Liqui-Moly-Quatsch andrehen. Keiner konnte was damit anfangen, dass ich das originale ZF Lifeguard Fluid 6 brauche, nicht das 8. Die Teilenummern von VW, die enden bei mir mit einer A2. Bei denen sind auch irgendwelche anderen Bezeichnungen mit hinten dran. Es stinkt mir wirklich, dass man lokal nicht mal originales Getriebeöl herbekommt. Von so einem allerwelts, wirklich allerwelts ZF-Getriebe. Ich habe nämlich geguckt, dieses Getriebe ist in abgewandelter Form mit dem gleichen Öl im Bentley, im Audi, natürlich hier, ne? In irgendwelchen VW Phaetons, in irgendwelchen Maseratis, in irgendwelchen Jaguar. Ja, ich weiß, es sind alles keine Autos von der Stange, aber es kann doch nicht so schwierig sein, hier lokal irgendwo was herzubekommen.